Ja, vielen Dank. Was wir erleben momentan in unserem Land ist, dass wir einen irrationalen Kreuzzug gegen den Verbrennungsmotor sehen. Im Prinzip haben wir eine Verteufelung der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Das wird momentan einerseits argumentiert mit dem Thema Stickoxide, Luftschadstoffe, die emittiert werden und vorwiegend auf den Diesel bezogen. Das ist etwas, was in den allernächsten Jahren durch die Abgasgesetzgebung, die aktuell schon beschlossen und gültig ist, sicherlich weitgehend eliminiert wird. Was aber bleibt, ist das Thema der CO2-Debatte um die Verbrennungsmotoren. Das wird eine Diskussion sein, die vor allen Dingen ab dem Jahr 2021 mit zunehmender Schärfe geführt wird. Wir erleben ab 2021 eine durchschnittliche Obergrenze für Fahrzeuge mit 95 Gramm CO2 pro Kilometer, die dann sukzessive gesenkt wird um weitere 35%. Das ist momentan aktuelle Linie der Europäischen Union, sodass wir am Ende der 2020er Jahre dann auf einen Wert von 2,3 Liter, ich sage jetzt mal Diesel-Äquivalent pro 100 Kilometer kommen werden. Das ist thermodynamisch quasi ausgeschlossen, für verbrennungsmotorische Fahrzeuge zu erreichen. Das denke ich mal, kann man heute so konstatieren. In der Konsequenz wird es dazu führen, dass batterieelektrisch angetriebene Fahrzeuge einen hohen Marktanteil kriegen werden. Das Ganze ist, wie gesagt, auch gesteuert über die Europäische Union mit Strafzahlungen. Die Strafzahlungen, das ist vielen Leuten heute noch nicht so bewusst, werden in der Größenordnung von 10 bis durchaus auch über 20.000 Euro pro Fahrzeug sein. Das heißt, verbrennungsmotorischem Fahrzeug, das heißt, es wird hier eine massive Verteuerung verbrennungsmotorisch angetriebener Fahrzeuge geben und in der Konsequenz natürlich dann zu einem Kaufverhalten, das sich in Richtung batterieelektrische Fahrzeuge verändern wird. Was wir sagen ist, wenn es tatsächlich so gewollt ist, dass CO2-Emissionen reduziert werden sollen, dann ist ja heute die momentane Linie der Regierung, dass es abgesehen von den wenigen Placebo-Maßnahmen, die es zum Thema Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeuge gibt, dass es dort tatsächlich eine Fokussierung auf das Thema batterieelektrische Fahrzeuge, also E-Mobilität gibt. Wenn das also das einzige Möglichkeit ist und das Staatsziel ist, CO2 zu reduzieren, und das sind ja die europäische Gesetzgebung, ist ja so orientiert, dass das so ist, dann sagen wir ganz klar, dass wir durchaus auch eine Alternative da vorschlagen, so wie es unser Name ja auch schon sagt. Und diese Alternative sieht unserer Ansicht nach so aus, dass wir tatsächlich synthetische Kraftstoffe als Alternative der Elektromobilität gleichstellen wollen. Gleichstellen deshalb, weil wir tatsächlich heute mit Elektromobilität eine massive Subvention erleben. Ich habe es eben angedeutet, über die Strafzahlung werden verbrennungsmotorische Fahrzeuge praktisch aus dem Markt gepreist. Und wir wollen dem entgegensetzen. Es ist ja nicht das Ziel, Elektromobilität zu fördern. Es ist auch nicht das Ziel, dass nur noch vermögende Personen Fahrzeuge fahren können, sondern das Ziel, was wir anstreben sollten, muss ja eigentlich dann sein, dass wir hier eine weiterhin Massenmobilität haben. Wenn die europäische Gesetzgebung so gehalten ist, dass wir, wie gesagt, CO2 als Vorgabe machen, dann sehen wir mit synthetischen Kraftstoffen eine Option, das tatsächlich in diese Richtung auch zu steuern. Synthetische Kraftstoffe möchte ich ganz kurz in einigen Sätzen erklären. Synthetische Kraftstoffe enthalten natürlich eine Kohlenwasserstoffverbindung und der Kohlenstoff aus synthetischen Kraftstoffen wird entweder aus Abgasen, Industrieemissionen oder aus der Luft direkt aus CO2 gewonnen, mit Energie umgewandelt in einen flüssigen Kraftstoff. Deshalb werden diese Kraftstoffe häufig auch als Electric Fuels, Elektrofuels bezeichnet, also E-Fuels. Und das heißt, wenn diese Kraftstoffe zu einem späteren Zeitpunkt verbrannt werden, dann wird CO2 wieder erzeugt in dem gleichen Maße, wie man es vorher reduziert hat. Das heißt, wir erzeugen nicht CO2 durch die Verbrennung von synthetischen Kraftstoffen, sondern in Summe werden synthetische Kraftstoffe fahren das CO2 im Kreis. Wir haben also einen Kreislauf von CO2, der nicht vergrößert wird. Infolgedessen sind synthetische Kraftstoffe aus Umweltgesichtspunkten in keinster Weise zu beanstanden. Voraussetzung ist, dass die Energie, die benötigt wird zur Umwandlung von Kohlendioxid und sonstigen Kohlenwasserstoffverbindungen in
diese synthetischen Kraftstoffe, dass diese Energie eben CO2-frei erzeugt wird. Das ist durchaus möglich. Da gibt es Länder in Europa, die haben genügend Wasserkraftreserven. Da gibt es Länder in Europa, die haben Kernenergie. Und da gibt es Länder, die, da gehören ja auch wir dazu, die haben auch Ausbauziele, was CO2-freie Energieerzeugung angeht. Und wenn wir in diesen Ländern diesen Kraftstoff so erzeugen würden oder auch bei uns heimisch diesen Kraftstoff so erzeugen würden, dann haben wir tatsächlich eine CO2-Wirtschaft, die auf Kreislauf basiert und damit vollständig nachhaltig ist. Somit ist die Stigmatisierung des Autos als Umweltsünder damit beendet und tatsächlich werden die EU-Vorgaben, was die CO2-Emissionen angeht, vollständig erfüllt. Zumindest in der Praxis. In die Gesetzgebung ist das momentan noch nicht eingeflossen und deshalb kommen wir als erste Partei mit einem konkreten Vorschlag. Den werden wir in der nächsten Zeit in den parlamentarischen Betrieb hier einbringen. Wir möchten den nur heute schon vorstellen. Es geht darum, dass wir das Energiesteuergesetz so ändern, dass Energiesteuern auf synthetische Kraftstoffe und auch Biokraftstoffe nur noch in der Höhe erhoben werden, wie sie auch für elektrischen Strom erhoben würden. Dass wir das Kraftfahrzeugsteuergesetz so ändern, dass Fahrzeuge, die ausschließlich mit diesen synthetischen und Biokraftstoffen fahren und das auch sichergestellt ist, dass diese Fahrzeuge elektrischen Fahrzeugen gleichgestellt werden. Das heißt also, von Fahrbeschränkungen genauso ausgeschlossen werden. Gleichzeitig wollen wir das Mautgesetz so ändern, dass, wenn zukünftig eine Maut kommt, dass diese Fahrzeuge ebenfalls von der Maut befreit sind, so wie das für elektrisch angetriebene Fahrzeuge geplant ist. Wir wollen natürlich in der Europäischen Union dafür sorgen, dass diese Fahrzeuge in der Europäischen Union dafür sorgen, dass diese Fahrzeuge dann als 0 Gramm CO2-Fahrzeuge eingestuft werden und damit diese, was ich eingangs sagte, extrem hohen Strafsteuern von fünfstelligen Beträgen für diese Fahrzeuge entfallen. Und das Elektromobilitätsgesetz wollen wir auch so ändern, dass die Erleichterung für die Benutzung der Straßen, die heute für Fahrzeuge mit elektrischen Antrieben gelten, dass die entsprechend eben dann auch für Fahrzeuge mit synthetischen Kraftstoffen gelten. Fazit: Eine ideologisch getriebene Verkehrs- und Umweltpolitik konterkariert unserer Meinung nach eine vernünftige Wirtschaftspolitik. Was wir hier machen, ist mit dem Vorstoß zu E-Fuels, wir versuchen eine europäische Gesetzgebung, die ganz klar CO2-reduktionsgetrieben ist, so für unser Land umzuwandeln, dass tatsächlich die wirtschaftliche Belastung für Deutschland absolut minimal bleibt. Vielen Dank. Ja, gibt es Fragen? Herr König? Ja. Vielleicht können Sie mal einen Zeithorizont geben, was denn die Umstellung auf E-Fuels aus Ihrer Sicht, wann könnte es denn soweit sein? Und reicht denn das wirklich aus mit den E-Fuels, um die CO2-Ziele zu erreichen? Ich meine, wir haben ja gerade auch eine nationale Plattform zur Zukunft der Mobilität. Die befassen sich ja gerade in Arbeitsgruppen auch mit dem Thema Sektorziel Verkehr 2030. Da wird es ja wahrscheinlich auch ganz andere Vorschläge noch geben, wie Bonus-Malus-System, E-Autos, möglicherweise Benzinsteuer etc. pp. Also ist das wirklich der Baustein aus Ihrer Sicht, der ausreicht, die CO2-Ziele zu erreichen mit den E-Fuels? Das ist eine sehr gute Frage. Die E-Fuels werden ja tatsächlich häufig als Option für die ferne Zukunft gehandelt. Tatsächlich ist es so, dass wir erstmal konstatieren müssen, dass auch mit der Umstellung auf Elektromobilität und den geplanten Quoten für die Einführung, oder nicht Quoten, sondern mit den geplanten Absatzprognosen für Elektrofahrzeuge, die CO2-Ziele des Verkehrssektors höchstwahrscheinlich eben auch nicht erreicht werden. Wir reden ja davon, dass wir... Da gibt es unterschiedliche Prognosen, die gehen von 15-30% Anteil an Neuzulassung für Elektrofahrzeuge. Würde man diese Fahrzeuge mit synthetischen Kraftstoffen betreiben, dann ist das ein überschaubares Szenario und würde auch dazu führen, dass die Menge an erzeugtem synthetischen Kraftstoff langsam wächst ab 2021 und infolgedessen das Ganze ein realistisches Szenario wird.
Abgesehen davon, wir wollen ja keineswegs die Elektromobilität vollständig durch synthetische Kraftstoffe ersetzen. Wir sagen nur, dass es einen fairen Wettbewerb geben soll und wir lassen den Kunden entscheiden, welches Produkt für ihn das geeignete ist, ohne es ihm vorzugeben. Sie haben aber noch vollkommen zu Recht gesagt, dass die Elektromobilität ja momentan vielleicht die Sektorziele nicht erfüllt. Gibt es eine ganz interessante Analyse dazu. Es ist so, dass wir heute, wenn Sie das genau recherchieren, ja einen Strommix in Deutschland haben. Und dieser Strommix in Deutschland führt bedauerlicherweise dazu, dass tatsächlich die Energieerzeugung für ein Elektrofahrzeug ungefähr die gleichen Emissionen erzeugt, CO2-Emissionen erzeugt, wie die Emissionen, die direkt aus einem verbrennungsmotorischen Fahrzeug, einem modernen Diesel, emittiert werden. Das heißt, tatsächlich machen wir momentan das, dass wir Emissionen aus dem Verkehrssektor verlagern in den Energiesektor, wo sie dann zukünftig entsprechend anfallen werden, nur dass da keiner drüber redet. Das heißt, wenn Sie es so machen, wie es momentan geplant ist, dass Sie Elektromobilität nutzen, um den Verkehrssektor Emissionen zu reduzieren, reduzieren Sie die CO2-Emissionen in Summe nicht. Und das ist genau der Unterschied zu unserem Vorschlag. Wir sagen klipp und klar, mit synthetischen Kraftstoffen reduzieren wir die Emissionen effektiv im Verkehrssektor, um den Anteil der Fahrzeuge, die mit synthetischen Kraftstoffen fahren. Und diese Kraftstoffe müssen CO2-frei erzeugt werden, entweder in Deutschland oder im europäischen Ausland. Und das haben wir sehr wohl geprüft, da haben wir vorher Gespräche geführt mit potenziellen Investoren und Firmen, die das machen werden. Die Mengen sind realistisch, die Kosten sind realistisch. Da gibt es Kostenschätzungen, dass das in der Einführungsphase deutlich unter 2 Euro angeboten wird. Kommen natürlich die Mehrwertsteuer drauf. Wir wollen ja, wie gesagt, auch die Energiesteuer für diese Kraftstoffe minimieren. Und das langfristige Ziel für diesen Kraftstoffpreis ist in realistischen Dimensionen, das kann man heute schon absehen, das wird sich deutlich unter 2 Euro bewegen. Infolgedessen wird für den Verbraucher hinterher ein minimaler Aufpreis für diesen Kraftstoff zu sehen sein im Vergleich zum heutigen Kraftstoff. Und abgesehen davon, im Bioladen ist der Kraftstoff auch teurer oder ist auch die Gegenstände teurer als im normalen Supermarkt. Und ähnlich wird das hier auch bei den Kraftstoffen sein. Ja. Sie haben die Bemühung Wasserstoff als Placebo-Maßnahmen bezeichnet. Ja. Warum? Es ist vollkommen unrealistisch, heute eine Infrastruktur für die Wasserstoffversorgung flächendeckend aufzubauen. Es gibt weder die Produkte, die kurzfristig ab 2021 am Markt erscheinen, noch die entsprechende Infrastruktur. Es ist ein, sage ich jetzt mal, ein schönes Märchen, es zu erzählen. Es wird aber tatsächlich auf der Kürze der Zeit, von der wir reden vom Jahr 2021, wird es diese Option nicht geben. Wir schließen ja nicht aus, dass es Wasserstoff irgendwann als Option gibt. Wir machen hier nur ein Gesetz oder einen Antrag, um Gesetze so zu ändern, dass eine Wettbewerbsgleichheit zwischen Elektrofahrzeugen und synthetischen Kraftstoffen hergestellt wird. Wir sagen ja nicht, dass bestimmte Technologien sich nicht entwickeln sollen, sondern wir machen das zum ersten Mal hier technologieoffen. Gibt es weitere Nachfragen? Ja, vielleicht noch aus aktuellem Anlass. Konzernchefs, gestern war ich Herrn Trump, beziehungsweise zwei Konzernchefs, ein Finanzchef. Wie schauen Sie auf dieses Thema, dass die da jetzt die EU verhandelt, ja, hat das Verhandlungsmandat über die Zölle, die fahren da jetzt hin ins Weiße Haus. Stürzt das auf Ihr Wohlwollen oder sehen Sie das kritisch? Ja, das ist in der Tat ein wichtiger Punkt, der hier in Deutschland ganz gerne nicht in der Bedeutung gesehen wird, in der er tatsächlich aufschlägt. Wir haben Expertenanhörungen hier im Deutschen Bundestag gehabt und ich zitiere dazu hier einfach mal einen Vertreter der IG Metall, der das auch so gesagt hat. In Europa sind mit dieser Gesetzgebung, das ist jetzt so ein bisschen abgekürztes Zitat, Fahrzeuge oberhalb der Golfklasse nicht mehr realisierbar. Das ist das Ende der deutschen Autoindustrie. Das war zu dem Thema CO2-Gesetzgebung, wie sie heute ist, ohne unseren Antrag. Und deshalb muss man auch diesen Besuch der deutschen Autoindustriechefs in den USA sehr kritisch sehen. Die Produktion von Premiumfahrzeugen ist natürlich in Europa nur dann sinnvoll für die Hersteller, auch für die deutschen Hersteller, wenn diese Premiumfahrzeuge auch in Europa im Wesentlichen verkauft werden.
Warum sollte ein europäischer Hersteller die Fahrzeuge in Europa produzieren und mit entsprechenden Einfuhrzöllen in die Welt exportieren? Das heißt, wir müssen sehr wohl aufpassen, dass wir die verbrennungsmotorischen Fahrzeuge, die nach wie vor in der Welt nachgefragt werden, dass die Produktion dieser Fahrzeuge nicht aus Europa verschwindet, weil mit diesem Verschwinden werden auch sehr viele Arbeitsplätze bei uns verschwinden, die keineswegs ersetzt werden durch die Arbeitsplätze, die eventuell entstehen können durch die zunehmende Produktion von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen. Da gibt es sehr klare Analysen. Da ist die Rede von Verlust von mehreren hunderttausend Arbeitsplätzen, wenn man die Produktion in Deutschland umstellen würde auf elektrisch angetriebene Fahrzeuge. Und deshalb, ja, wir sehen das sehr kritisch. Wir wollen aber hier nicht mit sanktionierischen Maßnahmen gegen angehen, sondern wir wollen einen Wettbewerb für verbrennungsmotorisch angetriebene Fahrzeuge in Europa ermöglichen. Und das setzt natürlich voraus, dass es auch einen Markt für diese Fahrzeuge gibt. Und den wollen wir schaffen durch ein Gesetz, wie wir es gerade gemacht haben, oder einen Antrag, wie wir ihn gerade formuliert haben, dass wir eine Debatte anstoßen wollen, dass selbst wohl Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor CO2-frei betrieben werden können und somit aus Umweltgesichtspunkten keine Argumente mehr gegen Verbrennungsmotoren vorliegen. Bitte, dafür sind wir da. Eine letzte Frage. Einer Ihrer Lieblingsgegner ist ja die Deutsche Umwelthilfe. Ja. Da gab es auch eine nette Bundestagsdebatte letztens darüber, also wo Herr Krischer sich auch zu Wort gemeldet hat, sozusagen pro Umwelthilfe. Jetzt ist ja gestern bekannt geworden, dass Toyota da rausgeht aus der Umwelthilfe. Die Kombacher zum Beispiel ist auch schon raus. Ich glaube, Daimler zieht sich auch zurück. Hat sich schon zurückgezogen. Wie bewerten Sie das Ganze? Wie sehen Sie vor diesem Hintergrund das Engagement weiterer Unternehmen, die dann noch die Umwelthilfe finanzieren? Ja, wir sehen, dass es sehr wohl einen öffentlichen Einfluss hat, wenn wir ganz klar den Verband, den es da oder diesen Verein, den es da gibt, der hier ganz klar gegen die Bürger in unserem Land agiert, dass das sehr wohl Auswirkungen hat. Sponsoren eines solchen Unternehmens haben offensichtlich jetzt Angst davor, in das Negativ-Image einer deutschen Umwelthilfe mit hineingezogen zu werden und ziehen sich deshalb zurück. Das ist ein ganz normaler, vernünftiger, marktwirtschaftlicher Prozess. Und ich möchte nochmal betonen, dass wir diesen Prozess maßgeblich angetrieben haben. Und selbstverständlich ist es so, dass es die deutsche Umwelthilfe weiterhin geben wird, weil die wird nämlich aus Steuergeldern im Wesentlichen finanziert, die über das, über die verschiedenen Ministerien und ganz besonders über das Umweltbundesamt wird diese deutsche Umwelthilfe ja finanziert. Das heißt, im Grunde genommen, staatliche Institutionen finanzieren einen Verein, der gegen sie klagt. Das muss man sich schon im Kopf ein paar Mal rum überlegen lassen, was wir hier eigentlich haben mit der deutschen Umwelthilfe. Unser Kampf gegen die deutsche Umwelthilfe ist deshalb noch nicht beendet, weil wir es einfach für total widersinnig sehen, dass es einen Verein gibt, der aus staatlichen Mitteln und aus Steuermitteln finanziert wird, der gegen genau diese Institutionen und ihre Gesetze klagt. Das halten wir für total widersinnig. Okay, wenn es keine weiteren Nachfragen gibt, dann bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Anwesenheit und bedanke mich bei Dirk Spaniel für die umfassenden Auskünfte und wünsche noch einen schönen Tag. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.